in eine Dekorationsfirma in Eching eingedrungen und hatte dort zwei ehemalige Kollegen erschossen. Später tötete er im nahegelegenen Freising den Direktor einer Wirtschaftsschule. Auch der Amokläufer wurde tot gefunden. Anscheinend nahm er sich das Leben. Fassungslosigkeit und Entsetzen sitzen tief bei den Angehörigen der Opfer und den Augenzeugen. Um kurz vor 8 Uhr betrat ein 22-jähriger Mann in einem Bundeswehr-Tarnanzug eine Dekofirma in Eching bei München, zieht eine großkalibrige Waffe und eröffnet wortlos das Feuer auf den Betriebsleiter und einen Vorarbeiter. Beide starben im Kugelhagel. Das mutmaßliche Tatmotiv des Amokläufers, ihm war 2 Monate zuvor gekündigt worden. Anschließend gelang dem Täter die Flucht ins 10 Kilometer entfernte Freising. Eine halbe Stunde später meldeten sich entsetzte Anwohner bei der Polizei. Schüsse kamen aus einer Berufs- und Fachoberschule. Auch dort schoss der Täter wild um sich und zündete 2 Rohrbomben im Direktorat seiner ehemaligen Schule. Dabei kam der Direktor ums Leben. 2 weitere Menschen wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Spezialeinheiten riegelten das Viertel hermetisch ab und evakuierten die Schüler. Bald darauf das Ende. Also insgesamt müssen wir die Bilanz ziehen. Es sind 3 Personen ums Leben gekommen, zusätzlich der Täter. Ist noch nichts bekannt. Aber er hatte sich gut vorbereitet und seine Opfer gezielt ausgesucht. Zum aktuellen Stand der Ermittlungen in Freising jetzt mein Kollege Michael Krah. Was passiert zurzeit vor Ort? Zur Stunde sind in dem Schulkomplex noch immer zahlreiche Beamte der Spurensicherung im Einsatz. Het scheldincident lijkt me een sisser af te lopen.